rechtliche Basis. So, wo fahren wir lang? Mir fällt eigentlich nur rechts rum ein. Das sehe ich jetzt als sinnvoll. Jo. Zumindest mit Heavys. Sehe ich ähnlich. Gibt zwar ein paar Spezialisten, die fahren von der Seite mit Heavys auf den Berg hoch, aber ist nicht so, ist wahr. Nee, bist zu lahm dafür. Schön. Sehr schön. Doch, bewegen den Gandiati. Dicke Max hat schon auf mich geschossen. Einer von beiden. Jetzt drüber geholzt. D-Max wieder. Grundsätzlich haben die zwei.
Also ich krieg den nicht auf. Soll ich mal ein bisschen vorfahren? Ich bin mir nicht sicher, von links schießt schon M4, ja. Der Aal versucht jetzt aufzumachen. Gucken wir mal mit drüber, vielleicht kriegst du es ja auf. Da ist er. Verdammt drüber. Warte. Ah. Okay, Abpraller. Geht das hier wieder zurück. Kommt wieder hoch. Ach ja, die Russen können. Oh, Station Jackson. Jackson ist weg. Oder? Ah, ne, jetzt war der M4. So. War anständig, ja. Ja, ich war halt ein bisschen verhalten mit dem, weil der schlechte Panzerung. Aber ich glaube, eine Belastung bin ich nicht. Nee, da gibt's andere. Im Clan, die sind schlimmer. Sechser Gefecht. Westliche Basis, J2. Heavy Egg oder Snipen? Eine Art Hit ist mal auch nicht schlecht. Und nur zwei TDs im Gegnerteam. Also du kannst gerne snipern, ich fahre da eher ins Heavy Egg. Ja, ich komm mit, halt mich halt ein bisschen hinten. Was machen unsere Sternjungs? Nicht dann drüber gut, nachdenken. Ja, ich weiß. VK85, der beschützt die Arti. Ah ne, ist ja gar keine da. Der deckt die rechte Flanke. Könnte man jetzt großzügig sagen. Hätte das gedacht, da kommt tatsächlich was. Machen wir da mal ein bisschen vorsichtig ums Eck. Ich
Na meine Fresse, die haben es aber gleich auf dem Job gesehen. Und tschüss. War keine gute Idee. Doch schon laufen mit den T-34ern, hä? Ja, die haben sich quasi angeboten. War ein Sport. Der Jumbo ist scheiße, bauen sie. Besonders für einen Fünfer. Aber jetzt ist er raus. Der T-150 ist noch da. Ja, der macht mir mehr Sorgen. Ah, und... Und wir haben das auch schon erledigt. Ach, guck mal, wo der Gegner ist, die KV-85 ist. Ja. Ah, und unsere haut jetzt ab, oder was? Der fährt wieder dahin. Der fährt da wieder, ah, okay. Okay, ich werde nichts mehr abbekommen. Unser KV-85 war da, wo jetzt die Hellcat steht. Wechseln ist noch irgendwo. Vielleicht schaffe ich es noch in den Cap. Nicht mal das schaffe ich mehr. Nur einen Treffer gesetzt. Kein Wunder, dass ich so weit unten in der Auswertung bin. Aber immerhin noch vor dem KV-85. Das ist das Wichtigste. Das ist ein Sechser. Top Tier. Kharkov, Northern Base.
Ab durch die Mitte, würde ich sagen. Du fährst am besten hinter mir. Okay. Durch die Mitte heißt die Bananengasse da lang. Ja, da auf der Straße, wo du bist, geradeaus. Ja, genau. Die haben auch nur 3 Heavys. Das sollte ganz gut klappen. Der KV1 Sportler? Glaub's ja nicht. Er übt sich als Bergziege. Ja, ja. Gut, gut, gut. War mal unterm T67 hinterher. Jetzt sind die Heavys gleich weg. Okay, ja, die anderen sind alle da drüben, also schauen wir mal, ob wir noch was abbekommen vom Kuchen. Bin mir nicht so sicher. Ich habe auch meine Zweifel. Allzu viel gibt es nicht mehr zu holen. Ja! Sehr gut. Eine Sekunde später hätte ich abgedrückt. Panzer S35. Ganz oben in der Auswertung. Könnte ich doch fast drauf wetten, dass der mit APCR geschossen hat. Gut möglich. Letztendlich ist sie. Ist ja als zum einen als, egal, zum anderen ist es ein Dreier. Als Dreier in einem Fünfergefecht. Da darf der das gute Leistung, machen. Ja.
Da verteidige ich sehr ungern. So in einem 7er Match. Wo soll man hin? Da wir eh beide rechts starten, würde ich da rechts hinfahren, wo die eine Base normalerweise ist. Guck mal einfach, ob man da ein bisschen snipern kann. Da auf den TD-Hügel. Genau. Da auf die, ja. Auf den Grat da. Ich lade gleich Premium. Ich hab gar keine dabei. Ich habe auf jedem Panzer ein bisschen Premium liegen. Nee, stimmt gar nicht. Panzerjäger 1 hat keinen. Okay. Eine Art hin. Das heißt, wer zuerst aufgeht, kriegt den Segen ab wahrscheinlich. Ah, lieber gehauen. Eisendreck. Reden der Chiri? Hinter der Kirche. Oder Moschee oder was immer das ist. Plagbus. Dahin. Hallo. Oha, jetzt hat mir der Plagbus eine reingehauen. Jeffy, so ein Dreck. Ich bin weg. Was macht eigentlich der T29 hinter mir? Base Steffen? Hat er schon. Nee, der hat noch keinen Abschuss. Oh, da kommt was. Keine Champion. Ein Glück, dass der nicht spielen kann. Arti? Auf dem Hügel steht sicher noch ein Plagbus. Und noch
und die Sue auch noch. Ah, da kommt ein Körper 1 Sport. Ich glaube, um den kümmert sich gerade der T29. Oh, die Sue ist schon da. Ja, zuerst stirbt der Chefi. Oder auch nicht. T67. Auf dem Hügel. Den krieg ich nicht. Das war die AT, oder? Das war die AT, ja. Der wird mir gleich garantiert den Rücken schießen. T67, ja. Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen. Und vorne hast du einen Plattbus. Marty? Mhm. Okay, Plattbus ist weg. Wie es aussieht, habe ich die zwei doch noch blind getroffen. Ja. Aber. Das war's für uns. Tiger 1? Hat der sich etwa auf dem Berg gequält? Nee, der kam hinter dir. Ah, okay. Moment, dachte ich echt, da steht einer auf dem Berg. War auch mein erster Gedanke. Hätte vom Schusswinkel genau gepasst. Mhm. Das war's dann. Okay. Hab 5 Gegner getroffen. Aber in die Top 10 hat es auch nicht gereicht. Naja. Ja, kann nicht jedes Mal klappen. Nö. Aufpassen, nur noch 3000. Okay, dann bin ich mit dem VK durch. Wieder ein 7er Match. Nördliche Basis. Ich glaube, ich stelle mich hinten rein, rechts hinten. Ah, da auf der Bar 9 und versuche mal zum Berg rüber zu snipen. Hey, warum nicht? Die arme Su 5. Selber schuld. Hm, ist ein Anfänger, ich glaube nicht, dass der das absichtlich macht. Sagen wir so, er hat Anfänger den falschen Leuten vertraut. Ja, 8K Spiele. Und geht mit einem 3K.
Also mit 8000 Gefechten zählt man nicht mal als Anfänger. Ja, dachte ich auch gerade. Und sein Platoon-Mate hat 3000 Spiele. Und ist besser als er. Also bei 45%, das gilt bei mir schon als Bot. Hat was. Also wenn man einigermaßen aktiv am Spiel teilnimmt, dann kriegst du locker 47%. Ja. Ja, Kommi. Hier steht jemand. Danke. Also, dann nimm du halt den Platz HTC. Arte ist scharf auf mich. Die Arti. Nicht nur auf dich. Meiner. Ich finde es schon toll, dass der bei mir keinen Schaden macht. Rüber. Ja, ich glaube, du kannst entweder nachrücken oder auf der anderen Flanke verteidigen. Kurz gerade mal nach. Wobei, ich bin mir nicht sicher, ob das Nachrücken wirklich so eine gute Idee ist. Ich fahr mal rüber. Was macht denn der E25 da hinten? Will ich nicht so genau wissen. Eierschaukeln oder so. Vermutlich. Ja, das war's dann für den aus. Das war ein eindeutiges Ergebnis. Sechsal. Ah, jetzt bin ich gleich weg. Was soll's?